Hallo meine Lieben, ja, ausnahmsweise heute mal am Samstag und das hat einen guten Grund, den ihr hier sehen könnt. Ja, heute sind 3 Lieferungen auf einmal angekommen, 2 vom Expressboten und eine mit dem normalen Postboten und deswegen habe ich gedacht, ja, so lange wollte ich dann doch nicht warten mit dem Auspacken, also mache ich es jetzt einfach. Auch wenn es heute ein bisschen warm ist, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, ich habe das Fenster zumindest einen Spalt offen, dass wenigstens noch ein bisschen Luft reinkommt. Es ist wirklich warm heute, aber zum Glück auch ein bisschen windig bei uns, also man kann es aushalten. Ja, nehmen wir die Pakete oder Päckchen mal später und fangen wir einfach mal hier mit dem Umschlag an. Ich kann jedenfalls schon mal so viel verraten, das werdet ihr sicher auch im Titel gesehen haben. Es ist wieder mal ein K-Pop-Unboxing, was denn auch sonst. Und zwar habe ich ein paar, sagen wir es mal so, ein paar Alben ergattert, die nicht mehr so ohne weiteres zu finden sind. Und das hier kam von eBay, halt von einem eBay-Händler aus Korea. Oh, vielleicht kann der ein oder andere es auch schon sehen. Und zwar ist das das allererste Mini-Album von Hello Venus. Und das Schöne ist, es ist tatsächlich sogar noch komplett neu. Denn ich habe festgestellt, gerade so die älteren Alben von Hello Venus sind nicht mehr so einfach aufzutreiben. Das erste hier eigentlich noch einfacher als so Album 2 und 3. Aber es war halt nicht mehr einfach so zu bestellen. Auch nicht beim K-Pop-Markt, wo ich ja normalerweise bestelle. Und deswegen war ich sehr froh, als ich es dann auf eBay gefunden habe. Dieses Plastik ist irgendwie richtig blöd. So, jetzt hat es endlich nachgegeben. So. Na, ich glaube ganz neu. Ich glaube, das ist nochmal eingepackt, glaube ich. Weil hier hinten ist so ein kleines bisschen, das Laminat ist so ein kleines bisschen aufgerubbelt, aber das ist nicht weiter schlimm. Oh, aber immerhin ist sogar noch die Fotokarte mit bei von Alice. Sehr schön. CD, das Muster da drauf finde ich schön. Oh, was steht hier unten? Hello Venus, the blossom of music and classical love. A new era's modern Venus to make all your fantasies come true. Alles klar. Kein Problem. Ja, das war noch aus der ersten Zeit. Da waren Hello Venus noch eine Kooperation. Und zwar mal von Fantaccio und von Pleiades. Also 2 Mädels in der Band kamen von Pleiades Entertainment, die anderen 4 von Fantaccio. Irgendwann hat Pleiades diese Partnerschaft dann eben halt aufgekündigt. Und dann mussten die beiden Mädels, die bei ihrer Agency halt unter Vertrag waren, ja, die Band verlassen. Auch ein bisschen blöd. Und dann hat Fantaccio sie aber halt weitermachen lassen und eben einfach 2 neue, sag mal, und eben 2 neue Mädels hinzugefügt, dass sie dann eben wieder zu 6 sind. Lass mal so versuchen. Fotobuch ist sehr. Sehr, sehr schön. Ja gut, hier kann man auch sehen, hier ist es ein bisschen weit aufgemacht worden. Also es ist wohl doch nicht so ganz neu. Ein bisschen gebraucht ist es wohl, aber gut, ist nicht weiter dramatisch. Ich sag mal, die paar kleinen Schönheitsfehlerchen, die kann man ruhig verschmerzen. Okay, das war das Erste. Dann nehmen wir uns mal das hier vor. Und zwar, das ist tatsächlich mal wieder ein Paket von Japamart.
Und zwar habe ich da einfach mal wieder gekauft, weil es etwas war, was ich auch bei Buyee zwar gesehen habe, wo die Buyee-Webseite mir aber sagte, dass ich von diesem Händler komischerweise aus irgendwelchen Gründen nichts kaufen kann. Keine Ahnung. Aber ich habe dann nochmal auf Japanmart geguckt und habe den Artikel da halt eben auch gesehen. Ja, und da war es kein Problem, das zu bieten oder das zu kaufen. Und naja. Dann habe ich gedacht, okay, machen wir das halt so. So, wieder mal jede Menge japanische Zeitung. Wir machen das ganz anders. Wir lassen das einfach alles da drin. Meine Güte, das wurde aber wieder mal sehr gut eingepackt. Na, kriege ich das raus? Ich hoffe doch. So. Und das ist auch nochmal Halloween ist, nämlich ihr drittes Mini-Album. Also das ist nicht original eingepackt, das ist definitiv gebraucht, aber ja, sieht trotzdem immer noch sehr, sehr gut aus. CD sieht auch perfekt aus. Oh, da ist sogar noch ein Advert drin. Oh, für ihr erstes Live-Konzert. Wow. Ach ja. Puh. Ich muss das Fenster gleich wieder groß aufmachen. Es wird irgendwie zu warm hier drin. Das ist ganz komisch in unserem Arbeitszimmer. Wenn man die Fenster und die Tür zumacht, es wird so schnell so warm. Aber es könnte auch daran liegen, dass wir halt direkt unterm Dach hier wohnen. Und uns quasi, wenn Sommer ist, den ganzen Tag so ungefähr die Sonne halt aufs Dach scheint. Deswegen muss man ordentlich lüften hier. Wunderschön gemachtes Fotobuch. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, warum ihre älteren Alben so schwierig aufzutreiben sind. Also irgendwie merkwürdig. Aber mit genügend Geduld und ein bisschen Sucherei im Internet kann man so ziemlich alles finden. Jo, sehr schön. Zwar keine Fotokarte mehr mit dabei, aber gut, das lässt sich verschmerzen. Hauptsache ist, dass das Album da ist und alles in Ordnung ist. Ja, fehlt mir dann nur noch Nummer 2 und Nummer 4, aber ja, die werde ich mit Sicherheit auch noch auftreiben. Gut, ja. So, das machen wir gleich. Und dann haben wir das hier noch und das ist auch aus Korea. Das ist von G-Market. Da habe ich nämlich auch etwas gefunden, was ich schon eine ganze Weile gesucht habe und bisher nirgendwo anders entdecken konnte. Und bin auch sehr froh, dass ich es gefunden habe. So, für hier noch wieder mal mega viel Luftpolsterfolie. Sag mal, was ist denn das für ein Klebefilm? Der geht ja gar nicht kaputt. Das Gute ist ja andererseits, bewahr diese Luftpolsterfolie ja immer auf, weil ich mir immer denke, wenn du selber mal was verschickst, kann man die ja auf jeden Fall gebrauchen. Also,
Wie viele Male war das denn jetzt bitte umwickelt? Hat jemand mitgezählt? Ich nicht, aber du liebe Zeit. Jo! Und ich habe endlich eine Hardcopy, also eine Physical Copy gefunden von D.I.G.'s fünftem Single-Album Rebirth mit ihrem Song 1, 2, 3. Und das Beste ist, mit Autogramm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ihr neues Single-Album, dass man das endlich mal vernünftig bestellen und kaufen kann. Ach. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Ja, an dem Sticker hier hinten kann man schon sehen, also dass das Promo eigentlich da ist. Und eigentlich nicht für den Verkauf gedacht, weil es ja eigentlich nur eine digitale Single ist, aber ich habe es einfach immer lieber, wenn man irgendwas Physisches in der Hand hält. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass man da immer drauf kommt. Oh, das finde ich aber sehr schön, auch wenn sie nur zu 4 promoted haben, dass alle 5 hier vorne drin sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, gut, natürlich. Nicht sehr ausführlich, das Fotobuch, weil es ja im Grunde auch nur Promo ist. Aber Lyrics sind immerhin mittendrin. Und unterschrieben ist es auch. Jo. Und deswegen sehr, sehr schön. Ja, also. Ich sollte mir angewöhnen, nicht immer gegen die Kamera zu hauen. So. Zoomen wir nochmal ein bisschen ran. Ja, das ist meine kleine Ausbeute. Finde ich auch sehr schön, dass alles gleichzeitig an einem Tag angekommen ist. Also einmal das erste Mini-Album von Hello Venus, das dritte Mini-Album von Hello Venus und das fünfte Single-Album Rebirth von B.I.G. Sehr, sehr schön. Und ja, natürlich freue ich mich auch sehr, dass man das 6. Single-Album von ihnen jetzt endlich vernünftig normal kaufen kann, ohne jetzt wieder endlos auf die Suche gehen zu müssen, dass man eine von diesen Promo-Ausgaben irgendwo auftreiben kann. Ja, sehr, sehr schön. Ich bin zufrieden und das Schöne ist, also sie waren auch alle wirklich nicht wahnsinnig teuer. Zu Hello Venus muss ich nur sagen, wenn ihr, also das erste kann man noch relativ günstig auf eBay finden, das zweite, dritte würde ich halt eher bei Buy oder bei Japanmart oder von mir aus auch bei G-Market einfach mal gucken, da kriegt es auf jeden Fall günstiger als auf eBay, weil da gehen die Preise so bei 40 Euro los und das finde ich ein bisschen viel. Okay, meine Lieben. Ja, vielen lieben Dank fürs Zugucken heute am Samstag. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so extrem heiß. Ansonsten, falls ja, setzt euch ins Gefrierfach oder packt euch Eis irgendwo hin oder ja, ich hoffe, dass ihr einigermaßen kühl bleibt. Wie gesagt, bei uns geht es, aber ich werde jetzt auch erstmal wieder das Fenster aufmachen und durchlüften und wir sehen uns dann in der nächsten Woche mit neuen Videos. Wieder. Und bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Bis dann.